Klimarinder, eine Idee will wachsen. Ludwig Moosmüller ist Nebenerwerbsbauer auf dem Schafflerhof am Göttersberg in der Gemeinde Aschau im Chiemgau. Einige Jahrzehnte beschäftigt er sich nun schon mit Landwirtschaft und entwickelt sich und seine Ideen mit den Erfahrungen, die er macht, sowie im Kontext der aktuellen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise der Klimakrise, weiter. Dabei ist auch die Idee mit den Klimarindern entstanden. Wir haben den Lucky besucht und möchten in Erfahrung bringen, worum es dabei geht. Christi Lucky. Ja, Christian, ja. Schön, dass du heute Zeit hast und mir da Interview machen können bei dir auf dem, wie war's, dein Hof? Schafflerhof. Der Schafflerhof, auf dem Schafflerhof. Was genau sind denn Klimarinder? Also Klimarinder sind im Grunde ganz normale Rinder, nur die Haltungsform ist anders. Während Milch- und Fleischrinder für Milch- und Fleischproduktion gehalten werden und dementsprechend viel Leistung liefern müssen, ist bei den Klimarindern anders. Die sollen eben den lebendigen Rinderfladen liefern. Mhm. Und dazu werden sie anders ernährt. Lucky, wie bist denn du auf die Idee gekommen mit den Klimarindern? Das hat sich halt im Laufe der Zeit so entwickelt. Also durch meine Ausbildung zur Landwirtschaft habe ich die Entwicklung der Landwirtschaft erlebt in den letzten 30, 40 Jahren. Und dann ist dazu gekommen die Wanderausstellung in Aschau, der Klimaladen. Also was hat mein Konsum mit dem Klima zu tun? Das hat mich ein bisschen bewegt. Dann der Weltagrarbericht. Und somit bin ich immer mehr in das Thema reingekommen. Wir müssen eigentlich die Rinder wieder anders nutzen. Welchen Nutzen haben denn die Klimarinder? Also die Klimarinder haben den Nutzen für unser Ökosystem. Also während die anderen Rinder ja ausgelegt haben für Milch- und Fleischproduktion, für unsere Lebensmittelindustrie, haben Klimarinder den Nutzen für unser Ökosystem. Sie produzieren nämlich den lebendigen Fladen, wo unsere Insekten draus entstehen können und wo gut für unser Ökosystem eben ist. Weil die Vorfahren von unseren Rindern, die haben praktisch eben das alte Gras und die samentragenden Pflanzen gefressen, die was gefunden haben. Und haben die im Pansen zu Mikroorganismen gebildet und die haben im Fladen praktisch entledigt worden. Und so, da haben praktisch dann die Lebewesen entstanden, von denen, wo sie dann die Viecher halt ernährt haben. Blindschleichen, Eidechsen, Fledermaus und so Sachen. So, da jetzt einmal fliegen wir so ein bisschen oben drauf. Und jetzt hat. Ah, schau her. Jetzt hat. Da ist was los. Wow. Wer andere noch sehen. Wow, wow. Schau dir das an. Mhm. Wer alles kann den Klimarinder halten? Eigentlich jeder Landwirt. Nur das Problem ist das, der, wo halt einen Steu investiert hat, oder halt in seine Landwirtschaft, der muss natürlich eine Leistung bringen, und zwar halt Millionen Fleisch. Aber ich denke mir, gerade für uns kleinen Bauern, die wir mit den Großen nicht mehr mithalten können, für uns war es halt wichtig, oder wir könnten das liefern, dass wir sagen, wir halten die Rinder eben für unser Ökosystem im Zusammenhang mit den Leuten, die das halt honorieren. Wird das Modell der Klimarinder denn schon praktiziert, Lucky? Ja, schon. Und zwar in allen anderen Ländern, wo es noch kein Agrarsystem in dem Maße gibt. Denn wo Rinder noch normal umeinander laufen, die wo nicht mit Kraftfutter gefordert werden, die wo nicht Leistung erbringen müssen, so wie in Indien oder wo, sondern die wo nicht gegen Würmer behandelt werden, weil sie keinen Stress nicht haben, die produzieren ja noch den richtigen Fladen. Bei denen ist es halt leider oft so, dass die Fladen falsch wertsetzen und zwar dann die Fladen verbrennen, weil sie kein Brennmaterial haben. Aber wenn die den Fladen richtig kompostieren dann, dann hätten die einen wunderbaren Humus, wo Bäume wachsen könnten und die Bäume könnten sie irgendwann auch zu Brennholz machen. Eine Kur kostet ja auch Geld. Ja, also ungefähr kann man sagen, je kleiner der Betrieb ist, umso weniger Tiere wir da haben, umso teurer ist natürlich jetzt hier auf dem Hof. Und bei uns auf dem Schafflerhof kostet eine Kuh im Jahr ungefähr 1.500 Euro. Was fressen die jetzt da für ein Hai da draußen im Stall? Also bei uns kriegen sie lauter Althai. Also das heißt praktisch, die haben in der Blüte geerntet worden und haben so gesehen samentragende Pflanzen. Und die haben wenig Eiweiß, aber dafür viel Rohfaser. Und bei der Verdauung, in dem besonderen Pansen von der Kuh, in der Verdauung, wo es wieder kalt werden, da entstehen dann sehr viele Mikroorganismen draus. Und das sind eben die wo ihm so wichtig sind für unser Ökosystem im Fladen. Und wie geht es da weiter mit dem Fladen? Also der liegt jetzt da draußen im Stall.
Also im Sommer wird der Fladen auf der Weide abgesetzt. Mhm. Und da können eben die vielen Lebewesen Brotzeit machen, sage ich mal. Und im Winter wird der Fladen im Stall gesammelt. Da baut sich ein Misthaufen auf. Also wie unsere Vorfahren schon gesagt haben, halten feucht und retten fest. Das machen bei uns die Kühe. Also und das ist dann die anaerobe Vergärung. Und da wird das praktisch vorverdaut für danach für die Kompostierung. Also danach wird der Mist kompostiert. Da entsteht dann der Humus, den wir im Garten einsetzen. Mhm. Und das ist eben so wichtig, eben die Vorverdauung, damit das ein guter Humus wird. Das heißt, da gehört jetzt nur ein Garten dazu, zu deiner Landwirtschaft? Genau, der Garten ist praktisch der zweite Teil von der Landwirtschaft. Wir tun auf der einen Seite dann die Rinder eben den Mist produzieren, zum einen für das Ökosystem und für den zum Humus herstellen. Und der Humus wird im Garten dann umgesetzt. Da gehören 20 Familien, die sich da dran ernähren, die Gemüse bauen auf den Parzellen. Und das schließt dann praktisch wieder den Kreislauf. Also wir tun nicht den Rindermist wieder aufs Grünland, weil wir möchten nicht das Wachstum auf dem Grünland so stark fördern, sondern wir möchten, dass Menschen von dem System leben können. Und darum ist eben der Garten wichtig. Das heißt, dass eine richtig gute, gesunde Kreislaufwirtschaft dadurch erhalten genau. und hergestellt wird. Genau. Lucky, wir haben jetzt für das Interview ein paar Satzanfänge vorbereitet. Mhm. Ich darf dir das vorlesen. Und du machst den Satz einfach zu Ende. Gut. Okay, der erste Satz war, wenn wir mehr Rinder auf den Weiden haben, dann? Dann hätten wir mehr Nahrung für unser Ökosystem, es würden praktisch die Insekten mehr werden und es würde unser Ökosystem, also der Klimawandel, entgegenwirken, weil ja der Humus, der wo da entsteht, CO2 bindet. Mhm. Von der Politik wünsche ich mir, dass die das Ganze ein bisschen vorantreiben oder befürworten tat. Bis jetzt sieht man da aber noch nichts. Mhm. Tierwohl bedeutet für mich, dass den Viechern genauso gut geht wie uns Menschen. Mhm. Kühe sind heute sowie gestern und morgen Klimarinder. Gut. Ich bin Landwirt, weil... Weil das eigentlich der schönste Beruf war, den es auf der Welt gibt. Danke. Vielen Dank für das Gespräch, Lucky. Mhm. Wir freuen uns, wenn das mit den Klimarinder wirklich noch mehr Feedback kriegt und mehr Leute da mitmachen, damit wir im Kleinen Landwirte wie dich zum einen glücklich machen und die Landwirte uns dann wieder glücklich machen. Na, freut mich auch. Danke dir, Lucky. Freut mich, dass ihr Interesse daran habt. Ja. Im Kreislauf zu wirtschaften ist ein wertvoller Ansatz nachhaltiger Produktion. Doch bedarf es noch viel Zusammenwirkens vom Konsumenten bis zu strukturell institutionellen Förderung, damit die Idee der Klimarinder zur Umsetzung kommen kann.